Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Zestiria, neues Spiel Plus. Und ich habe ein bisschen hier abgeklappert, beziehungsweise bin die Insel entlang gegangen und habe hier diesen kleinen, so ein Cats-Ding gefunden. Habe ihn noch nicht angesprochen. Und ja, das wollte ich euch natürlich zeigen. Der ist hier in diesem Teil hier, der Karte. Ich bin mal, vielleicht ist das der Schutzgeist für die Insel, ich hoffe es. Ich spreche ihn jetzt einfach mal an. Und bevor ich das tue, muss ich mich nochmal entschuldigen. Ich war so aufgeregt, dass wir hier auf diese Insel gekommen sind. Und wir haben ja den ersten Gegner hier gemacht. Und da ist mir aufgefallen, wollte ich nicht solche Gegner auf Chaos machen? Und ist mir nicht aufgefallen, dass wir auf Normal gespielt haben. Darum denke ich, wird das noch ein bisschen dauern, bis die nächsten Folgen hierfür kommen. Ich werde dafür natürlich leveln. Und ich hoffe, ich habe mir nicht zu viel zugemutet, dass wir die auf Chaos schaffen. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir auf jeden Fall die Gegner zusammen auf... Wir gehen dann immer ein bisschen weiter runter mit der Stufe, bis es klappt. Aber natürlich werde ich mehrere Versuche machen, um diese Gegner auf Chaos zu besiegen. Keine Frage. So, und jetzt sprechen wir mal hier. Die wunderschöne Katze, die sich ertränken will, scheint mir so. Naja. Du willst wissen, wieso du hier bist? Miau. Das ist eine sehr philosophische Frage. Miau. Die lange Reise auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Miau. Erhalten, Hexelinsel. Beweis der Verjüngung. Der Beweis, dass der Segen der Hexeninsel wiederhergestellt wurde, und zwar dank der verirrten Katz. Ah, wunderbar. Die gesegnete Domäne Hexeninsel wurde wiederbelebt. Aber metaphysische Fragen liegen außerhalb meiner Katzheit. Nimm stattdessen diese Karte. Miau. Du hast von der verwirrten Katze eine Karte erhalten. Auf Wiedermiau. Wenn das große Wolkenäuel des Schicksals es vorsieht, werden sich unsere Wege erneut verknoten. Okay, da scheint der Seraph für diese Insel zu sein. Wir haben jetzt eine Karte erhalten. Ich wollte mal gucken. Abenteuerkarte. Eine Karte da hingekritzelt von der verirrten Katze. Kann man die angucken? Nee. Wozu haben wir die jetzt bekommen? Hat sich jetzt aber nichts geändert irgendwie. Nun gut. Ja, da wir die auf Chaos machen, ich wollte eigentlich mit euch in die Folge hier reingehen. Da nur ein bisschen mit der Katze sprechen, das sind ja nur 2 Minuten. Aber da wir das nicht können, wir gucken jetzt erstmal, wie weit wir das Segenlevel ein bisschen aufbessern können. Dann würde ich sagen, wir haben ja noch extrem viele kleine Hellions, die wir aber auf Chaos angehen. Aha. Hey, ich bin's wieder. Ich weiß, ich wirke etwas herablassend, aber ich war schon die ganze Zeit in der Nähe. Miau. Ah, guck mal an. Menü, Herrscher. Gabeneinstellung. Oh, der hat schon einiges. Der ist ja schon Stufe 7. Auf jeden Fall das. Reisepause. Oh. Heiligung. Ja, nehmen wir noch die Hellion-Erkennung. Erstmal würde mich nämlich interessieren, wie es hier so auf der Insel aussieht. Okay. Und genau hinter uns ist einer. Aber da kommen noch mehr. Level 70. Okay. Sweete Dreams. Okay, die gehen ein bisschen daneben auch, obwohl die trifft noch gut. Okay. Okay, die haben wir. Die haben wir. Hier gibt's aber gut Geld. Gut, dann mache ich das mal kurz so. X. Gegenstände anbieten. Aha, haben wir ja nicht mehr viel von. Elixiere sind mir zu teuer, das mache ich nicht. Aber davon können wir hier, Trank des Lebens. Heiliger Finstertrunk. Ja, das müsste reichen. Ist auch schon wieder nächste Level ab.
Hey, Gaba einstellen. Jetzt haben wir wieder 2 Punkte. Okay. Und die heilende Luft können wir auch mitnehmen. Ja, ist die verirrte Katz schon Stufe 8. Jetzt geht's auf nach Logrin einmal erstmal. Denn da kaufen neue Items ein. Und dann habe ich vorhin gesehen, haben viele, viele nämlich wieder Adamantin. Adamantin. Sag ich schon. Das hört sich irgendwie komisch an. Ich glaube, ich spreche es falsch aus. Waffen und Ausrüstung. Und die werde ich mir natürlich dann so eigen machen. Na komm, hier nehmen wir auch nochmal alles mit. Hier, zack. Ich glaube, das Geld brauchen wir aber gleich. Aber na gut, dann haben wir es jetzt. Tada! Dann gehen wir Reise. Na, leider kann man nicht zum Dorfkatz sofort reisen. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Einzige Manko. Einmal da, nämlich der böse Turtles. Der finstere Turtles. Hat nämlich auch ein paar neue Sachen, habe ich gesehen. Und in Dorfkatz müssen wir auch hin. Gruselig, gruselig. Klebriges Zeug. Ah, Laila, als Hausdame, da muss er noch ein bisschen üben. Oh, da schaut sie schon zu. Elixier, wunderbar. Ja, das machen wir jetzt nicht, das kostet nur Zeit. Flucht. Let's take a leave. Na, ey, Mann! Blöden Berserker, böse Fledermäuse. Das hört sich irgendwie komisch an. Kaufen? Er verkauft auch einfach Elixiere. Wusste ich gar nicht. Und hier habe ich gesehen. Neues Schwert. Oh, Dolche. Oh. Alles, was das Herz hier begehrt. App. Oh, geil. Ja. Wir sind jetzt ein guter Freund vom Bösen, vom Finster-Turtles. Oh. Schnell wieder weg. Ah, die ist zu schnell, da kommen wir nicht weg. Lauf, sorry, lauf! Ah, verdammte Axt. Egal, wir müssen eh noch ein paar Punkte hier auffüllen. Ach komm, nimm ein Elixier. Scheiß drauf. Nimm das Elixier! Geht doch. Schwäche war Wasser. Okay. Warum sind denn alle fast tot? Wir haben noch gar nichts gemacht. Oh, Laila ist schon wieder tot. Trotzdem 927. Oh, Lady Lake, okay. Dann müssen wir jetzt eh hin. Denn wir wollen ja noch nach Kotz Corner. Oh Mann, bitte lass mich bloß in Ruhe. Na, natürlich. Boah, ich dachte, jetzt kommt noch der Kampf. Da wäre ich aber ausgerastet, ey. Gasthaus. Hi. Oh, sieht aus, als müsste ich bald wieder Galt farmen, ne? Geht mir auch langsam zur Neige. Ich habe nämlich letzte Zeit richtig gegönnt hier. Oh, Mithril-Schwert. Aber leider brauchen wir das gar nicht mehr so wirklich. Aber ich kaufe es trotzdem einfach mal ein. Haben oder nicht haben, ne? So, Dorfkatz. Ja. Ja, dann wird das wohl noch ein bisschen dauern, bis wir die Gegner da platt machen können, wenn wir es auf Kau. Ich denke mal, die wären so wie Turtles Level 198 oder so sein. Oder Level. Kann ich es mir gut vorstellen. Aha, 2 Ausrufezeichen. Das ist jetzt wieder interessant. Okay, das ist sehr interessant. Dann gehen wir doch erstmal hier hin.
Aha. Okay. I'd like to thank you very much for your personal invitation today, Princess Alicia. It's quite all right. I would like to ask you for your continued support in liaising between the two countries. Well, about that. There's still quite a bit of business left for me to take care of. I will require some assistance. Assistance? Oh, assistance. Ach, das hatten wir schon, ne? Ah, ich dachte, das wäre was Neues. Ich dachte, das wäre was Neues gewesen, aber war es gar nicht. Na gut. Man kann sich auch mal irren. Hi. So, look what the we welcome. Danke. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es kacke finde, dass sie keinen Speicherpunkt... Ach, die Truhe ist wieder zu? Oder haben wir die gar nicht aufgemacht? Nee, die war zu. Cool. Cool. Ja, erstmal hier pennen. Mehr EP. Diese Musik, die fasziniert mich immer wieder. Oh Mann. Me too. Why don't we go back to Alicia and take... Yeah. Hier ist noch ein Ausrufezeichen. Achso. Da sind die zwei. Okay, nichts Neues, aber hier gibt's was Neues. Ich hab's genau gesehen. Okay, das ist nicht so cool. Nicht so cool. Das ist cool. Das war's? Ich meine, da war mehr. Da hat mich aber die Karte genutzt. Okay, schade. Oh, dann nicht. Ich dachte, ihr würdet es mehr geben. Dann einen großen Dank an Turtles wenigstens. Verlassen. Cuts Corner. Ja, miau, 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 miau. Dann würde ich sagen, machen wir auf Chaos. Was ist jetzt so in der Nähe? Ich glaube, der in Malin, da wäre einer. Erstmal müssen wir hier raus. Dann können wir ja schon mal einstellen. Zack. Das wird natürlich, denke ich mal, jetzt nicht so ein schwerer Kampf. Ich überlege gerade, wo die ganze... Das ist natürlich der Nachteil. Wenn man sie nicht alle sofort macht, wenn man sie sieht... Erstmal überlegen, wo sie überhaupt waren. Oh, der einer fällt mir jetzt halt da malend ein. Diese Motte, die da... Ne, nicht Motte. Oder war das ein Vogel, der da rumfliegt? Ich weiß es echt nicht mehr. Die Reise zum Speicherpunkt. Ne. Müssen eh hier Falkenwing. Ich glaube, der war hier irgendwo, der Gegner. Hexeninsel. Boah, schon Level 103, ey. Neues Ausrufezeichen. Noch ein Ausrufezeichen? Ah, ich war da bestimmt auch schon. Ey. Wahrscheinlich habe ich das nur wieder vercheckt. So, und hier müsste irgendwo noch ein Hellion sein. Ob der, ich glaube, der ist da hinten am Eingang. Kräuter, wunderbar. Hallo, böser Hellion. Da hinten fliegt er. Wunderbar. Flatter, flatter. Ach komm, die Truhe nehmen wir auch noch mit. Ah ne, lieber nicht. Ich sag euch auch warum. Ich habe jetzt auf Chaos gestellt und es kann ja Mimik erscheinen. Wenn er uns auf Chaos begegnet, ich glaube, der haut uns im wahrsten Sinne des Wortes kaputt. Denke ich einfach mal. Aber mal gucken, was für, wie stark er hier ist. Der Horus. Level 48, ja, das geht ja noch, das kann man verkraften. Nehmen wir mal den Erdseraphim. What brilliant! Etna. It's got such an intimidating aura. Yes, it's dangerous to go near it without heed. Especially when they cast curse spells. What a pain. Oh, lass Etna in Ruhe. Und er zieht trotzdem viel ab, ja? Und er ist fast tot. Wisst ihr was? Dann machen wir das einfach, weil es lustig ist. There.
Ich glaube, das müsste schon gewesen sein. Das war's auch schon. Immerhin noch 1400 Erfahrung. So. Traumgummi? Ne, Pfirsichgummi. Ah, es juckt wieder. So. Ganz ruhig. Würde mich jetzt schon interessieren, was für ein Level. Ah, ne, die sind nicht hoch. Das haben wir ja mal ausgetestet. Achso, das war wegen den Kindern, glaube ich, ne? Hier, genau, genau. Das ist noch eine Nebenmission, eine weitere. Genau, genau. So, wo waren noch wir? Obwohl, wir sind jetzt bei 15 Minuten. Da ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht weiß, was wir noch machen könnten. Außer halt die Hellion zu besiegen. Aber ich weiß, ich kenne gerade die ganzen Standpunkte nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, hier, genau. Mal sehen, ob wir den noch packen. Auf Chaos. Oh, das ist auf jeden Fall der nächste, der mir so einfällt. Na komm, dann können wir doch auch hier. Dieses Mammut-ähnliche Schweinevieh hier. Okay, komm, Stoß anzeigen, egal. Behemoth, genau, das war's. Level 68 ist es schon. Ui, 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 ui. Wow. Boah, es macht trotzdem... Guck mal, wir sind 60 Level höher. Wir sind 60 Level höher. Und es macht trotzdem so viel Damage. Das ist unglaublich. Oh, okay. Wir werfen mal so ein Elixier rein. Ah, da bin ich perfekt ausgewichen. Oh, das war schon. Ich wollte noch eine mystische Art wirken. Oh, die Attacken sind stark. Ich will gar nicht wissen, wie das aussieht, wenn wir gegen die, starken Hellions kämpfen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt so hier. Alles klar. Dann haben wir den auch gepackt und ich würde sagen, 17 Minuten ist okay. Ist jetzt nicht die übertriebene Folge. Aber ich hoffe, ich konnte euch zeigen, falls ihr auch den Seraphim, falls ihr auch auf der Hexeninsel seid, konntet ihr sehen, wo er ist. Das war für mich eigentlich wichtig, deswegen wollte ich das eigentlich aufnehmen. Das war eigentlich der Grund nur. Weil den konnte man auch leicht übersehen. Der war auch nicht auf der Karte verzeichnet. Ich habe ihn auch nur per Zufall gefunden. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Tales of Systeria. Für mich heißt es jetzt erstmal ein bisschen farmen, farmen, farmen. Was ich euch noch zeigen wollte, da wollte ich einen kleinen Guide zu machen. Nichts Weltbewegendes, wie man am besten auf jeden Fall Gold farmen kann und somit auch das Segenlevel hochmachen kann. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Das wollte ich vielleicht noch machen. Ja, ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Tales of Systeria. Neues Spiel Plus. Auf Wiedersehen. Tschüss.